Guten Morgen aus Costa Rica. Watschel ich hier schön mit meiner Tasse Tee an den Strand. Mit unserem eigenen Zugang zum Pazifischen Ozean. Und da setze ich mich jetzt eine Runde hin und werde den Moment genießen. So, angekommen. Und den Blick genießend. Es sind 31 Grad, es ist ca. 9 Uhr am Morgen. Und hier bin ich jetzt. So, zurück geht's zum Frühstück. Es wird erstmal ein bisschen was Kleines gemumpelt. Jetzt gehen wir uns unser kleines Strandhäuschen zurück. Es sind hier 31, 32 Grad. Luftfeuchtigkeit schon sehr weit oben, weil es gestern Abend doll geregnet hat. Aber echt traumhaft. Einfach nur geil. Komm. Nein, nein, das ist mein Joghurt. Kina, hier sind schon wieder Hundis. Hier sind schon wieder Hundis. Ja, hier sind schon wieder Hundis. Guck mal hier, du bist auch ein Hundi. Immer sind überall hier Hundis am Start. Ja, was für Süße, ne? Hier wird nicht am Holztisch rumgekatscht. Auch wenn du kein Deutsch verstehst. Genau, katscht immer euch selber rum, ihr zwei. Die zwei Racker, wir haben jetzt einfach mal zwei Hunde hier. Schöne Wetter. Unser Auto sieht jetzt von gestern noch so ein bisschen schmutzig aus. Ah, oh, hier ist das jetzt ja, ne? Das ist die öffentliche Zufahrt. Von da hinten sind wir gekommen. Und ganz da hinten, das ist die Straße, die rausführt von dem Ganzen hier. Und das steht hier ein Haus. Und dann steht dort da hinten unser Haus. Dann ist ja noch so eine kleine Hütte und hier wird was Neues gebaut. Hier sieht man mal die gut ausgebaute Hotelzufahrt. Aha, das ist so unser Ding hier. Da müssen wir uns immer durchkämpfen, aber man muss schon sagen, die ist wesentlich kürzer als die letzte. Die ist zwar packender, aber sie ist wesentlich kürzer. Und dann ist ein Fluss raus. Und durch diesen Fluss muss man jetzt erstmal laufen. Hier ist eine ganz schöne Strömung am Start. So, dann geht's hier nämlich weiter.
the keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Kokomo. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take it to Bermuda. Largo, Montego, baby, why don't we go? Schnuckibärz. Das ist ein mürrischer Wachhund hier. Festgekettet. Ne, doch nicht. Die kleinen Fifis, wollen wir doch gucken. Na Jan, meine Hausdame. Du bist Melli. Ab sofort heißt du Melli. Melinka. Mensch, zeig dich doch mal, Klino. Du bist immer so weg. Was eine Melli. Hey. Hammering low. Well, come on, roll with me to the sun dips low. Texas sun. Texas sun. Oh, girl. Texas sun. When I'm far from home and the cold winds blow, stuck down somewhere like the folks I don't. Cause you keep me nice and you keep me warm. Wanna feel you on me. Can't wait to get back there again. Texas sun. So, jetzt muss ich hier nochmal dieses ganze System der Sicherheit dieser Behausung hier zeigen. Also wenn wir hier sozusagen von außen in die Wohnung rein wollen, ist das unsere Verschlussmöglichkeit. Ja, so wird das hier verschlossen. Man könnte jetzt auch hier durchgreifen und hier durchgreifen, um hier reinzukommen.
Und das ist alles. Es gibt kein Schloss, es gibt nur diesen Riegel. Wie geil ist das? Das ganze Haus lässt man hier so stehen. Ohne einen Schlüssel. Ohne einen einzigen Schlüssel. So, das ist die Jack Sparrow Villa. Geht hier auch ein Lichtlein an. Geht's. Ganz urig gemacht. Ganz urig. Hier mit Bad. Kann man hier schön duschen gehen. Das ist echt mega krass. So ein paar Löcher. Das ist die untere Etage mit einem Doppelbett und einem Einzelbett. Ganz wichtig ist das Gerät da oben. Ohne dem geht es nicht. Da kommt man dann hier so raus und genießt den Blick im freien Bereich. Man kann hier so ein bisschen abchillen, ein bisschen sitzen, Kaffee trinken, Bier trinken. Die Küche ist ganz da hinten. Kann man alles managen. Und hier ist der Vorgarten, wo es dann ganz da hinten bis ans Meer geht. Was nämlich dann dort ist. So, auf geht's in die höhere Etage. Von dort hinten, von dem Weg kommt man hier rein gelaufen sozusagen. Das ist sozusagen der Zugang. Kommt man dann hier so rein. Und dann geht es hier nochmal die Treppe hoch. Hier oben schläft Jan und ich. Das ist noch viel uriger gefühlt. Hat man hier nur so einen Riegel. Und dann kommt man hier so rein. Und dann hat man hier erstmal wieder das Bad. Ganz urig gemacht. Und auch wieder die Dusche. Und dann kommt man hier so rein. Das ist ja ein völlig freies Gefühl. Ne? Also hier gibt es keine richtigen Fenster, also minimal halt so. So wie das jetzt hier, so ein paar Löchern. Und da oben, das ist so ein Insektenschutzgitter. Ja, das sind die Lampen. Und hier kann man schlafen. Doppelt, da hinten noch zwei Einzelbetten, da pennen wir. Und dann hat man hier noch die Möglichkeit, auf den Balkon zu gehen, auf den eigenen kleinen Balkon. Und hier geht es dann raus zu dem anderen Balkon. Wenn man sagt, man hat dann View Richtung Ocean. Ja, das ist dann, wenn man so hier den Blick genießt. Wahnsinn. Total abgelegen, das Ding. Die Straße hierzu steht auf keiner Google Maps Karte. Das haben wir nur durch Einheimische erfahren, wie man hierher kommt. Und dann geht es hier wieder so rein. Ja. Abgefahren. Richtig abgefahren. Das ist einfach nur geil. Das ist wirklich mega speziell. So, jetzt sitzen wir hier alle auf dem Schießstand. Ne? Sitzen wir alle nebeneinander. Sitzen wir hier jetzt so in unserem Restaurant und warten auf unser Essen und unser Trinken und gucken dabei in die Natur. In die Handys. Mhm. So, hier sind wir nun auf unserer auf unserem Zwischenstopp in so einem übelst coolen Holzhaus abgestiegen. Für eine Nacht nur. Aber sehr originell gemacht alles hier so. Ja, kann man sich hier draußen hinsetzen. Dann hat man hier
Eingangsbereich. Sitzecke. So, die Sachen werden gepackt. Es geht los. Hinauf mit dem Auto. Von hier aus 30 Minuten gen Norden, Nordost. Auf den Vulkan Irazu, der größte Vulkan Costa Ricas. Mit über 3400 Metern. Wir hoffen, dass wir da oben blaues Wetterchen haben werden, weil die andere Seite sieht nämlich dann so aus. Höchsten Punkt Costa Ricas auf 3400 Metern Höhe am Vulkan Irazu. Sind wir hier angekommen in Port Limon an der Ostküste Costa Ricas und es ist jetzt hier so ein Stadtpark. Da kann man jetzt hier rumlaufen. Ah, er zeigt uns schön den Vogel. Ach, Faultier, ne? Yes! Okay. Da haben wir es. Das erste. Die grunzen doch einfach. So, kaum hier angekommen, entdecke ich hier so ein wolliges Exemplar von Faultier. Das hängt hier einfach so ab. Zeig dein Gesicht. Schöner. Ja, das ist so ein Zweifinger-Faultier, ne? Hier ist ein schöner Park, ne? Eigentlich nicht schlecht. Ja, und wir dürfen hier auch nicht hinkackern. Das müssen wir auch mal festhalten. Das ist schon krass hier. Direkt am Meer sind wir.
angekommen nach der Durchreise von Costa Rica vom Pazifik an den Atlantik. Nimmt dieses Video jetzt hier sein Ende und ihr könnt gespannt sein, wie die karibischen Einflüsse in Costa Rica das nächste Video bestimmen werden.